oder sie müsste halt irgendwie senkrecht sein. Sie ist ja waagerecht eingestellt. Oder du musst einfach auf dein Gesicht verzichten. Sprechende Brüste, machst am besten noch solche beweglichen Augen drauf auf die Brüste. Ist klar. Musst mal deine Subscriber fragen, Gesicht oder Brüste? Gesicht oder Brüste, das frage ich sie garantiert nicht, ich will die Antwort nämlich nicht wissen. Doch, frag. Ich mach mal eine Umfrage für die Lumi, Gesicht oder Brüste? Ihr könnt auch bei mir antworten. In der Tat kein Eben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir wirklich glaube, dass du 12 bist. Was? Mit wem redest du? Eine Zuschauerin von mir. Vor allen Dingen darf die nicht 12 sein, wenn man erst ab... Moment mal, hatten wir das nicht letztens schon? Wenn man erst ab 14 auf Twitch sein darf, offiziell? Hä, offiziell? Ohne Scheiß da drauf. Also, von sich offiziell da irgendjemand natürlich. Drauf kümmert. Ja, die Twitch-Leute. Mein Twitch-Kanal ist auch auf 18 eingestellt, ja. Ja, siehst du, also du musst direkt bannen. Weg damit. Ich weiß es offiziell einfach nicht. Permaban. Du hörst weg bei allen Themen, die Erwachsene angehen. Die Erwachsene angehen. Ah, sehr gut. Hör weg bei erwachsenen Sachen. Ist so. ZZ. Muss hier ein bisschen was loswerden, sorry. Wir haben jetzt einmal. ZZ hätte bleiben können. Kann nichts dafür, dass du dich nicht entscheiden kannst. So. Das brauche ich auch nicht mehr. So, und das ist. So, ich sehe jetzt mal Automaten in dem Ding. Ich packe jetzt mal einen automatischen Greifer ins Hühnchenlabor. Was ist ins Hühnchenlabor? Ja. Ich habe hier noch Haufen Treppen. Hallo, Sift. Ja, du hast dich aus Versehen entlürgt. Entlürgt? What? Jetzt ist der neue Tag und die Bäume tragen trotzdem nicht mehr. Dann tragen sie sich alle zwei Tage voll oder so. Jedenfalls war es heute schon mal. Ich war heute schon mal drin im heutigen Stream und da war gedingenst. Gedingenst. Geerntet. Mal irgendwas abholzen von dem Scheiß. Welchem Scheiß? Von den Pflanzen, die wir hier angebaut haben. Musst du halt wegmachen. Knuddeln. Das ist nämlich so das Schönste, was ich mir auf einer Farm vorstellen kann. Knuddeln. Dass man mit so vielen schönen Tieren knuddeln kann, ja. Komm her, meine Kuh. Da gab's doch mal ein Video irgendwie, wo einer die ganze Zeit fies gerülpst hat und die Kühe dann immer angekommen sind. Ich glaube, das wird heute schon wieder nichts mehr. Das kenne ich irgendwie nicht, das Video. Das muss ich mir, glaube ich, mal, anschauen. Das müsste ich mal raussuchen. Soll ich mir das mal aufschreiben, dass ich es dann vergesse? Das vergisst du nie, da also kenne ich dich schon zu gut dafür. Sag das nicht, schreib's mir dann lieber auf. Aber, mal so an euch, gibt's bei euch einen Punkt, wo aus lustigen, blöden Witzen irgendwann Ekel wird? Und wo ist der Moment bei euch? Moment, komm, sie liest sowieso nicht, da habe ich irgendwas verpasst. Ich könnte mir ganz viel Sympathie bei ganz vielen hier ganz schnell mit einem Witz verbauen. Du kannst. Ich habe den Auftrag gekriegt, das nicht zu verraten, ja. Du meinst, ich kann das nie, Benny? Doch, ich wollte sagen, das kannst du immer und ganz schnell und das. Ach so. Brauchst du nicht einen Witz machen. Hat sich das mit dem Alles Gute zum Geburtstagssift jetzt so weit verbreitet, ey? Alles Gute zum Geburtstagssift! Aber das Sono-Fell ist noch gar nicht so lange da. Das ist noch nicht so lange da, wie der Gag mit das Sift Geburtstag hat. Ich hab hier einen Running Gag geschaffen, ey. Running Gag? Ja, wieso? Läuft Scheiß. Der vor dir weg, weil er Angst hat? Ich finde das total toll. Ich feiere das gerade richtig. Was denn, Running Gag oder dass du was geschafft hast? Dass jetzt alle immer noch Sift zum Geburtstag gratulieren, obwohl es halt einfach mal so 2 Monate her ist, dass ich ihn damit aufgezogen habe. Das ist einfach random geschrieben. Das gab mal einen Scherz dazu. Ich glaube, wir gehen heute auch schon wieder nicht in die Mine. Oder seid ihr schon da? Nee, wollten wir nicht. Wir haben auch gesagt, wir wollen heute nicht in die Mine. Wir wollten Vorbereitung treffen. Wir hatten das gesagt. Du hast gesagt, du willst Tomaten anbauen und alles. Das hat ja nichts mit Mine zu tun. Ja, wir können jetzt nicht in die Mine. Hey. Du kannst ja endlich mal Sebastian klar machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Zeig. Es regnet ja als nicht. Send Nudes. Es regnet doch als nicht. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, jemand soll mir ein Regending bauen, aber es tut ja niemand von euch. Was ist ein Regentotem? Wie baue ich ein Regentotem? Ich kann es halt nicht bauen. Teleport-Totem, Teleport-Totem, Teleport-Totem. Ja, Regentotem. Ich habe auch in andere Streams rübergetragen. Ach, das war witzig. Ich mache jetzt Regentotem, sie soll endlich verehelicht werden.
Ja, das kann ich machen. Regentote kann ich machen. Jetzt endlich mal ein anderes Spiel spielen. Ja, wir wollten aber dann noch E-Trine spielen. Das ist ja eh schon festgelegt. Ach so. Aha. Ich kann mir das nicht merken, wie ich einen Regentoten baue. Ich bin bekloppt. Dann hast du eigentlich mal Castle Crashers weiter gespielt, Benny? Hast du gesagt, dass du das angefangen hattest? Das könnten wir da oben machen. Ich habe ja noch ein, zwei Keys. Hat sich noch niemand gemeldet, dass er das spielen möchte. Lumi. Oh, eine prismatische Scheibe war eine Geode. Wow. Oh. Ja, könnte man so sagen. Ja, mit zwei prismatische Scheiben. Zwei prismatische Scheiben. Ben hat den Erfolg Handwerker. Ja, mit dem Regentotem bauen. Geil. Ist hier in der Truhe. Ich geh mir mein Haus aufwerten, ne? Ja. War das denn jetzt mal aufstellen? Du stellst du's auf. Nicht, ich mach ihm keinen Antrag, wenn's regnet. Wenn's regnet. Ich hole dann nur das Amulett. Warum machst du ihm keinen Antrag, wenn's regnet? Ist doch viel romantischer, wenn du so schön durchgeweicht vor ihm kniest. Nein. Geweicht vor ihm kniest. Das ist vielleicht geil, aber schöner ist Felix. Es. Felix! Oh Mann. Du hast vor ihm kniest gesagt. Ja, du kniest dich doch hin, um einen Antrag zu machen. Stimmt, gestern ist es wieder aufgetaucht. Ja, okay, dann habe ich das irgendwie so halb vergessen. Aber man kniet sich ja auch für andere Dinge hin. Was war denn? Da muss man doch nicht knien dafür. Was ist denn ETS? Oh, Euro Truck Simulator. Moment, die ist schon weg. Wieso ist Robin denn schon weg? Wegen meiner schlechten Witze. Das ist wahrscheinlich, das ist relativ realistisch tatsächlich, aber hä? Okay, das ist Sebastian. Hallo Sebastian. Ich hab nachgedacht, da sind die Steine, die über das Wasser hüpfen. Seit 2 Wochen. Oder seit 3 Wochen, ja, machst du rum, dass du keinen Spellbreak kriegst und jetzt hast du es und jetzt willst du es nicht spielen? Ja. Sif, du bist immer seltsamer. Dienstag sind die Frauen alle bei Caroline. Och, Mann. Doch. Sternenscherben. Das ist ja übel nervig. Vor allem, du hast auch gefrorene, das mittlerweile, Lumi, du wolltest ja immer Sebastian, ne? Ja. Gefrorene Tränen, aber tonnenweise. 40 gefrorene Tränen hier. Überhäuf ihn damit. Ja, ich bis er dich liebt. Für besondere Gelegenheiten. Für besondere Gelegenheiten? Die kommen auch nie oft vor. Braucht 30 Kupfererze. Ich stelle eine Beziehung ein, ja? Also habe ich bei euch auch nicht ein, solange ich will. Braucht 30 Kupfererze. Gebt mir 30 Kupfererze. Habe ich bei euch auch nicht gemacht. Kupfererze! 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 Wir haben 81 Kupfererze, also. Gib mir nicht 30 Kupfererze! Kannst du gerne haben, wie gesagt. Wir haben genug. Da. Also, ich werde die nächsten Tage nur mit Ernten und Säen beschäftigt sein. Solange bis die Tomaten reichen. Achso, ich darf sie mir nicht schenken, ich muss ihn bloß ansprechen damit. Sonst ist er wieder sauer, weil ich ihm Kupfererze schenke. Wäre schon von Vorteil. Das wäre auch geil, wenn ich muss sie nicht Iridium, sammeln, die musst du bloß haben. Wenn man Iridiumbarren im Kristallarium verdingensen könnte, das geht ja leider nicht. Meines Wissens. Ich habe die schon ein paar Mal aus der Kiste genommen, gesagt, das hat immer funktioniert. Würde mich wundern, wenn es jetzt nicht funktioniert. Hat mich auch Plink gemacht gerade, als hätte ich eine Quest abgeschlossen. Lumi, du kriegst dann übrigens gleich wieder richtig viel Iridiumbarren, ne? Ich will keine Iridiumbarren. Ich will Tomaten. Was? Was stimmt denn? Ich hab gerade Tom Martin verstanden. Das dachte ich, Ab der 5. Datei, alter Falter. Wo geht Clint denn hin, wenn er seinen Laden zumacht? In die Bar. Aber der ist nicht in der Bar. Nee, er ist nie immer in die Bar. Der geht irgendwo anders hin. Warte. Ich guck mal schnell. Er ist nicht in der Bade, blöde Typ. Wir haben Frühling und Dienstag. Dienstag. Hä, cool, hier gibt's gar keine Jahreszeit. Winter, Freitag. Ja, ich mach immer dasselbe. Wochenablauf. Ja, der macht anscheinend immer dasselbe. Ja. Wie spät haben wir's? Benni? Kurz vor nackig. Zeit da bist du gesammelt. Dienstag. Kurz vor nackig, das klingt einer guten Zeit. 19.20 Uhr, kommt in der Kneipe an. Also 20 Uhr ist er in der Kneipe. 19.20 Uhr kommt er erst an, Nee, 20 Uhr kommt er in der Kneipe.
Okay, dann kann ich ein bisschen Muscheln sammeln. Gib mir die Muscheln. Ich hatte Französisch ab der 7. Klasse, ich kann davon gar nichts mehr. Was? Hast du in der 7. Klasse gehabt? Ich mal Französisch. Ich hatte von der 10., von 7. bis zur 10. Ich kann noch ein paar einzelne Worte und ich glaube meinen Namen sagen und dass ich kein Französisch kann. Und ich kann auch sowas Tolles sagen wie... Falsch. Je déteste français. Das heißt, ich hasse Französisch, das weiß ich noch. Ja, das kann ich noch. Aber Felix hat es nicht mal ordentlich ausgesprochen, das, was er auswendig kennen können könnte. Das war halt ein Avec, heißt mit. Und ja. Nicht. Irgendwie hast du ein AV draus gemacht, was irgendwie Quatsch ist. Ha, eine Bombe. Weil jeder weiß doch, was er... Ja, ist er doch. Siehste, geht Xan, ohne Probleme. Aus der Kiste nehmen, funktioniert. Hier ist so ein Regentotem, oder sehe ich das falsch? Lumi, morgen ist es, ne? Das Regentotem habe ich ihr auch dahin gepackt. Ich habe schon benutzt. Hab schon zum paar Mal angeklickt, aber es passiert irgendwie nichts. Naja, das wird halt erst, glaube ich, zum nächsten Morgen hin aktiviert. Und Setzlinge. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Nix. Ah, was willst du? Oh je. Ah. Lumi, wann machen wir eigentlich mal ein Auto-Chess-Stream? Yo hablo español. Ein Auto-Chess. Un poquito más de un poco. Nee, Auto-Chess. Ein Auto-Chess-Duell. Auto-Chess, können wir. Da hatte ich immer wieder Interesse dran. Wann, wie, wo? Ich hab bis, warte. Hast du wieder frei? Seit Montag habe ich frei, Benny. Holy shit, du hast ja ständig frei. Du bist ja irgendwie ständig frei. Ja, eben, ne? Ich hatte Kurzarbeit von Montag zu, jetzt muss ich überlegen, Montag, Dienstag. Ich gehe arbeiten und hatte irgendwie immer die Woche frei. Ja, warte mal, Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich frei und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag habe ich regulär frei. Ja, da kannst du ja morgen mit zum Sport kommen. Das finde ich aber schön, Felix, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Das ist ja super. Morgen muss ich erstmal mein Auto zur Durchsicht bringen, Benni. Das kannst du danach machen. Wir gehen ja von 8 bis 9:30 Uhr. Da kannst du dann bis um 10 zu Hause und dann kannst du locker das Auto zur Durchsicht bringen. 9 Uhr muss ich bei der Durchsicht sein. Warum musst du 9 Uhr bei der Durchsicht sein? Weil ich einen Termin habe. Anruf? Tja, dann müssen wir wohl um 7 bis 8 Uhr gehen. Dann schaffst du 9 Uhr die Durchsicht. Toll. Wollt's eh gehen. Okay, wolltest du mal Kurs mit wieder in die Disco gehen? Ich gehe Samstag in die Diskothek. In den Sektor. Okay, Sektor ist tatsächlich nicht meine Musik, sonst hätte ich wahrscheinlich sogar ja gesagt. Wer redet denn so? Ich gehe in die Diskothek. Felix, ja, hast du ja gerade gehört. Ich gehe in die Diskothek. Was? Pardon, mon ami, mais je ne peux pas comprendre français. Keine Ahnung. Ich gehe nicht Alkohol trinken. Das ist sogar sehr höflich ausgedrückt, dass man kein Französisch versteht. Je ne parle pas français. Ja, er hat aber geschrieben, pardon mon ami, mais je ne peux pas comprendre français. Oui. Comprendre. Ich muss es noch richtig aussprechen. Parle anglais, peut-être anglais. Anglais, nicht anglais. Machen das nicht Franzosen, wenn sie total läufig sind? Anglais ist in der Spanisch, das kann sein. Machen das die Franzosen, wenn sie total läufig sind? So. Das hat nichts mit läufig zu tun. Also wenn die sich ärgern über irgendwas, das ist dieses... Das hat mal Kaya nahe gesagt, wenn die... Oh, ich habe eine uralte Frucht. Wir haben übelst viele uralte Früchte alles, da drin. Was Kaya ja nahe sagt. Also ich kenne dieses eher aus französischen Filmen, wenn die sich über irgendwas ärgern, was richtig gerade einen nervt, dass er so richtig abnervt. Sachsen aber auch gerne. Ja. Viel Spaß beim Lurken. Was habt ihr gerade? Benni, kommt zurückgeritten. Warum? Lass das Pferd einfach hier stehen, vielen Dank. Was willst du von mir? Wo ist das Problem? Ja, ich bin dagegen gelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. Kann ich hier nichts dafür. Vor lauter Alkohol, säufst du schon wieder Jägermeister oder was? Nein, ich trinke keinen Kräuter mehr, seit ich Bier getrunken habe, seit ich für mich entdeckt habe. Seit ich Bier getrunken habe, trinke ich keinen Kräuter mehr. Flo, ein Zuschauer von dir? Flo war ein Zuschauer von Benny. Ja, der war bei mir zuerst da und dann habe ich vorhin Multi angemacht und ich glaube, dann hat der Multi aufgemacht. Daher kenne ich den Nicknamen. Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal begrüßt. Der hat mich gefollowt, ich habe gesagt, aber mich schon mal gefollowt hat, weil ich das schon mal irgendwo gelesen habe, den Namen. Benni, hast du eigentlich mitbekommen, dass bei Forza Horizon ein neues Event gibt? Nee, noch nicht. Die schnellste Autovermietung der Welt? Die gibt es schon. Echt? Schon die ganze Zeit. Die gibt es schon die ganze Zeit, die gibt es von Anfang an. What the fuck? Okay.
Hab ich das einfach nur verpennt. Also das ist eine der ersten Stories gewesen. Warum häufen sich eigentlich in meiner Wohnung die Skelettfiguren? Ja, weil... Keine Ahnung. Weil Benny 2 Artefakte mit ihm gebracht hat und wir dafür 2 Belohnungen bekommen haben. Und das sind die Belohnungen. Und die haben wenigstens die richtige Reihenstelle. Reihenstelle? Ich tue die auch immer in die Reihenstelle. Ordnen, damit es auch noch schön aussieht. Okay, bei Lumi ist also das Skelett... Ich gucke jetzt bei dem Regentotem nach der Anwendung, ey. Lumi soll sich unbedingt heute noch vermehren in dem Stream. Bei Lumi ist Skelettgalerie, alles klar. Pack mal hier Skelette hin. Das Rain-Totem ist ein handgefertigtes Item, das das Wetter für den nächsten Tag regnerisch macht. Das Rezept wird auf Sammelstufe 9 verfügbar. Also ich dachte, eine Runde spiele ich nach Stardew Valley auf jeden Fall. Totem kann als dekoratives Objekt platziert werden. Durch Klicken mit der linken Maustaste, um ein Regentotem zu aktivieren, wähle es im Inventar aus und benutze es rechtsklick mit der Maus. Direkt über deinen Charakter. Ja, wir haben es halt als Deko platziert. Sehr gut, Lumi. Da hat's Boom gemacht. Das Regentotem wird das Wetter nicht an Festivals oder am ersten Tag einer Saison regnerisch machen. Also ich hoffe, morgen ist kein Festival? Ich glaube nicht. Festival. Ich glaube. Moment mal, kann ich Pfirsiche grillen? Was? Grillen? Will ich was probieren? Wann gibt's einen Grill? Probier mal. Wo soll ich jetzt die uralten Früchte reinhauen? In welche Kiste? Wo ist das hier richtig? Ich hau's jetzt einfach zum Hopfen mit rein. Halt, wo noch welche drin sind? Die haben wir doch bestimmt schon. Wir haben uralte Früchte, glaube ich, schon. Ne, wir haben die, glaube ich, noch nicht eingelagert, tatsächlich. Ich habe die jetzt bei der zweiten Kiste von links reingehauen. Doch, hier in der dritten Kiste sind sie. Also, siehst du, dann sind sie doch schon mit dann. So, ich gehe jetzt mal mein Haus endlich mal auf Stufe 3 upgraden, da kann ich aber hinreiten. Hoppe, hoppe, Reiter. Warum kriegen wir so wenig Hasenpfoten? Wir brauchen die noch für die Quest. Hallo, Destiny. Weil wir nur einen Hasen haben, glaube ich. Ich muss mir noch aufpassen. Wir haben nur Felix bis jetzt, den kleinen Rammler. Ja, und der hat ja niemand zum Rammeln. Tja, das ist aktuell so, ja. Das ist ein bisschen trauriges Leben, kann nur irgendwie den Boden rammeln. Also eigentlich kann ich da immer mehr rammeln. Nobody knows, nobody. The trouble I hear. Ja, ja, ist klar, Leute, ist klar. Ich hab euch auch lieb. Nicht. Ah, das ist die neue Ente. Okay, wir haben jetzt 2 Enten. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Status erreicht, wo ich, selbst wenn ich den ganzen Tag lang nur ernte und neu pflanze und neue Samen generiere, nicht hinterherkomme. Ich sag ja, mach so viel, wie du schaffst. Schaffe ich alles, muss ja nicht gießen. Wenn ich nicht alles schaffe, ist ja auch kein Weltuntergang. Moment mal, warum funktioniert der Sammler hier nicht? Bei den Enten und so funktioniert er nicht. Das ist ja doof. Es wäre tatsächlich einfacher, wenn ich... Wo hast du platziert? Von Anfang an das so hätte. Ich hab den daneben platziert, neben den Heudingens. Der Saatgenerator. Naja, du musst das, glaube ich, in die Mitte stellen, damit das... Pack ich halt in die Mitte. Ja, pack mal in die Mitte. Oh, egal. Aber bei den Kühen und so ist er nicht in der Mitte, da steht er oben am Rand. Okay, komisch. Trüffel! Wollte ich gerade Milch in die Mayonnaise-Maschine kippen, alter Schwede. Geht eh nicht. Geht eh. Ach nee, Felix. Ach nee. Geht eh nicht. Nee, sag bloß du. Schlauer Fuchs, kauf, du. Und kauf noch einen Hasen. Ich ein Ohrwurm, ey. Ja, ich hätte noch Platz für einen Hasen haben, tatsächlich, weil ich habe letztes Mal schon was verkauft, um die Ente ausbrüten zu können. Gummis, tu mal bitte Saat einpacken und tu mal sehen. Ich tu hier unten mal abernten für dich. Ente. Denk dran, dass du die Saat wieder umwandeln musst zu Saatgut. Warum wandeln wir die Saat wieder um zu Saatgut? Dann was macht das? Damit wir wieder neu ernten sehen können, damit wir da nicht mehr kaufen müssen. Ja, ganz einfach. Tut ja quasi einfach, Hä, warum? Ja, Xan, so ist das bei den Program-Leuten. Die machen solche bösen Sachen. Oder ja, was? Program-Leuten? Von wem? Alles gut. Ich lässt nur wieder über euch. Passt schon. Na, Program habe ja nur ich.
Es ging auch nur darum, was du machst, wenn deine Freundin nicht will. Ach so, naja, ne? Genau. Bitte aufwerten. Ja. So, 3 Tage wird sie dafür brauchen. Dann habe ich auch endlich meine große Hütte. Dann kann ich Kinder kriegen. Hup, hup. Was werde ich wohl machen? Du kannst Kinder kriegen? Ich dachte, du musst dafür eine Frau sein. Vielleicht bin ich eine Frau und habe nur Männerklamotten an in dem Spiel. Vielleicht, hallo? Vielleicht bist du auch Manuel Neuer oder einfach bloß divers. Hast du mir etwa meinen Schritt geschaut? Did you just assume my gender? Gender mich nicht voll. Hey, hier unten steht bei dem Krautzeug ein Plus, dass ich es ernten kann. Ach, Sensor. Okay. Der Sammler arbeitet nicht bei den Hühnern. Blumi, ich hau dir die ganzen Blumen einfach hier rein und du machst dann die Samen. Das ist ja da doof, draus. Warum muss ich bei den Hühnern per Hand sammeln? Das ist doch total kacke. Ja, von mir aus. Gibt's dafür eine Mod, die das regelt? Nee. Lumi hat mir einfach wieder überhaupt nie zugehört. Du legst die Saatgut da, das Ding da rein, ich soll Saatgut rausmachen. Richtig. Aber die Blumen passen ja alle hier rein. Soll ich die mit Gold und so verkaufen, oder? Ja, die mit Gold alle verkaufen. Wir machen nur aus Silber, Dings. Was, nur aus Silber? Aus Silber und drunter. Silber und Gold. Ja, aus Silber und keinen Stern. Aber Lumi, also wir wissen, was du meinst. Hoffe ich doch. Das klang gerade wie die Tür. Ja, aber bei. Wie hieß der Film? Weiß ich nicht. Keine Panik, nee, wie hieß das? Oh, keine, sagt mir noch nichts. Nee, keine Panik stand auf dem Buch drauf. Wo die hier nach der Frage des Lebens mit der 42, oh, es streamen Leute helfen. Du meinst, ja, jetzt fehlt mir der Name auch nicht. Ja, genau. Und viel Spaß in der Schule, Lernschule. Wo die. Was, viel Spaß in der Schule? Ist das dein Nachhilfeschüler? Jetzt 12-Jährige geht jetzt ins Bett. Achso. Ich dachte, dein Nachhilfeschüler. Ja, klar, meine Nachhilfeschüler. Als ob ich meinen Nachhilfeschülern meinen Stream verraten würde. Ja, vielleicht guckt er dir heimlich zu. Die würden mir zugucken, das wäre ja ein Problem. Das wäre doch lustig. Dann kann ich nicht mehr über sie lästern. Klar, gerade dann. Pech gehabt, bitte zugucken, müssen sie ja nicht machen. Eben. Also. Ja, nee. Ist ja nicht dein Problem. Soll ich hier so ihre Good Old Lady bei düsteren Zocktaten sehen? Wie hat das der gute hier Montana Black gesagt? Ich bin ja kein Vorbild und ich will ja nie eins sein. Er hat schon wieder die ganze Kohle eingeheimst. Glaubst du nicht? Da nimmst du da wirklich 400er Kohle-Stacks immer direkt mit, weil wofür? Du kannst einfach Shift drücken, dann nimmst du 20 oder 30 davon. Ich wusste nicht, wie viel ich bauen will. Was willst du bauen, damit der ganzen Kohle überhaupt? Ich hab Dings gebaut, Saatgutmacher, damit ich nicht immer so lange warten muss. Ja, da brauchst du 400 Kohle, na klar, zur Sicherheit. Ich hab halt, es geht halt schneller, wenn ich einfach mal alles rausnehme. Und alles klicken. Rausnehmen. Schiffen klicken. Alles meins. Schiffen und klicken. Meins. Nee, meins, da werde ich fuschig. Da werde ich. Meins. Was hast du gesagt? Da tick ich aus. Ach, stimmt, Lea malt ja immer. Magen, Darm und Husten, ey Gott, du Armer. Du Armee, Entschuldigung. Warum liegt Armee? Armee! Alarm! Alarm! Ich glaube, das weißt du mir nicht, warum das lustig ist. Ich find's lustig, weil ihr es lustig findet, beziehungsweise weil sich schräg anhört. Du musst es halt mal googeln, einfach mal Alarm googeln. Das ist so super, das Ergebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich muss. Das ist nichts Ekliges und nichts Schlimmes, es ist wirklich nur lustig. Es ist nicht so schlimm wie Two Girls, One Cup. Es ist nicht mal andersweise schlimm, es ist gar nicht schlimm, es ist relativ harmlos. Es ist ganz einfach erklärt, es ist, wie heißt die, Michaela Schäfer? Genau, das ist ein deutscher Porno, der eine komplett abstruse Handlung hat, und aber der Pornoteil ist halt weggelassen bei dem Video natürlich. Ja, da kommt los, hier Feuerwehrmänner um die Ecke, mit einer Matratze und einem Bettgestell, stellen das hin. Nach dem Alarm in der Feuerwehrzentrale. Ja, so. Kommen 4 Feuerwehrmänner mit dem Bett um die Ecke. Alter, Leute, ich kill euch. Was hat eine Hacke? Wie heißt das Zeug, oder? Ich denke, ich Sense in der Erzkiste zu suchen und Harz vor allen Dingen. Ich glaube, im Realen hätte ich jetzt. Wo hast du jetzt die Sachen abgelegt?
Oben nein, hier. Du nervst ja. Nicht. Weniger. Hier und hier. Bleib da. Was? Hier und hier. Wieso ist denn da finden? Naja, ging nie rein. Weil also regt sich immer auf, dass man irgendwas in die falsche Truhe tut, aber dann, ja, das ging halt nicht rein. Naja, wenn bloß zwei Slots frei sind und ihr sagt, wir heben alles mit Sternchen und normal auf. Nee, Goldstern wird verkauft und drüber. Naja, Silber und normal hebt ihr auf, um Samen draus zu machen. Das kannst du auch Silber verkaufen, tatsächlich, wenn wir genug haben von dem anderen. Ja. Aber also das ist Lumis Ansage, also. Bei der letzten Ernte kann man ist schuld, verkaufen. Ja. Quasi. Ja, Lumi ist auf jeden Fall schuld. Lumi ignoriert euch. Ja, wir ignorieren aber auch Lumi, von daher ist es ganz okay. Das ist doch eine schöne gemeinschaftliche Entscheidung. Genau, das ist vor allem ein guter gemeinschaftlicher Stream, wenn einfach jeder knapp aneinander vorbeiredet und sich mit Absicht versucht, nicht richtig anzusprechen. Das ist richtig sehr gut. Richtig top. Ja, richtig sehr gut top. Übelst geil, mega fett. Sonofell bleibt. Tatsächlich ist das was mich doch ziemlich stört. Das habe ich heute wieder in einem YouTube-Video mitgekriegt, dass es YouTuber gibt, die einfach die ganze Zeit sagen, übelst geil, übelst toll. Und die Steigerung an, nur mit, Alter. Aber die steigert alles mit übelst, auch weil es ist einfach nur gut. Übelst geil, wenn Lumi, hol dir noch ein paar Samen, ich tu unten noch was abernten. Du sagst es bei Weitem nicht so oft wie derjenige in seinem Video da. Was sag ich nicht? Du sagst nicht so oft übelst wie derjenige in seinem Video, der hat wirklich jedes Adjektiv mit übelst gesteigert. Übelst das geil, Alter. Wenn und das nicht einbauen. Wir haben uns nicht mehr gehört seit letzter Woche. Vor zwei Wochen meinst du? Ja, ich wurde ja letzten Freitag angebaggert. Cool, erzähl mal. Richtig nette Art und Weise. Ey, Fotze! Das klingt. Nein, von einem Bekannten eines Bekannten, 21 Jahre alt. Eines Bekannten, der ist 21. Und wir waren da zusammen da in dem Club. Und dann kam er zu mir und meinte: Du bist das schönste Mädchen in diesem Club, Digga. Nee, stimmt gar nicht, ich hab's falsch erzählt. Er sagte, oh Mann. Er sagte Bro und nicht Digga. Du bist das schönste Mädchen im Club, Bro. Brudi muss los. Jetzt sage ich einfach ein bisschen, Brudi muss los. Also. Dann hat er sich gewundert, dass ich darauf nicht eingehe. Ich glaube, ich habe mich kaputt gelacht an der Stelle und wäre weggegangen. Ich habe mich kaputt gelacht, der war auch hackedicht, aber der hat auch nicht wirklich geschnallt, warum ich ihn jetzt aus... Also, er hat sich ausgelacht gefühlt und hat nicht verstanden, warum ich das so witzig finde, dass er sagt, du bist das schönste Mädchen im Club, Bro. So... Wie gesagt, ich habe auch versucht, es ihm zu erklären, aber er hat es nicht wirklich verstanden. Die korrekte Antwort darauf ist, uff, muss los, Bruder. Ja, nee. Und am Ende des Abends hat er sogar versucht, mich zu küssen, obwohl ich ihm mehrfach gesagt habe, dass ich kein Interesse an ihm habe. Also, manche Männer sind echt anstrengend. Das hatte ich so krass noch nie. War eine neue Erfahrung für mich. Siehst du mal, du wirst anscheinend hübscher mit dem Alter. Ja, tatsächlich. Nee. Richtung was echt anstrengend ist. Ich glaube, ich würde wieder hässlich werden. Das war irgendwie einfacher. Oder es liegt am Sport. Richtung Milf gehen schon. Ich bin 12 Kilo leichter und keine Ahnung, aber... Aber ja, die inflationäre Benutzung von den Superlativen ist schon anstrengend in der deutschen Sprache tatsächlich, finde ich auch. Alles klar, gut. Dann Sonofell, ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Rocks. Das Spawn einfach mal. Digga. Bro. Okay, Schleime blocken funktioniert nicht. Das nützt diese, genau nichts. Diese Sprache so furchtbar. Ja, hast du schon mal versucht, Flapper zu blocken? Flapper. Wilhelm, 277, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen bei mir. Bei den Pulswellenreitern. Willkommen in der Irrenanstalt. Sozusagen, so ein bisschen, halb, fast. Ciao, Digga. Minimal. Och Leute, könnt ihr bitte die Skelette woanders hinmachen? Welche Skelette? Es ist nicht ich sehe überhaupt keine Skelette. Ich hab doch nur, das hättest du auch ach so, die Skelette. Ich dachte, wir haben Skelette auf unserem Ding. Ihr habt doch einfach eigentlich, ganz im Ernst, ihr habt mehr Platz. Ihr könnt eine eigene Skelettsammlung aufstellen. Aber du willst doch die Skelette sammeln, du bist das Skelettatelier. Eben. Ich hau die jetzt hier rein, ich stell sie auf, wenn ich ein Zimmer dafür habe. So. Du... Oh. Oh toll, jetzt bin ich sind alle drei eingepennt, eiskalt. Aber ich lag wenigstens in meinem Haus, ja. Keine Sau hat drauf geachtet. Ich hab drauf geachtet und dann hab ich gedacht, ich muss diese scheiß Dinger abmachen.
Wenn ich eingeschlafen. Ja, ich denke mir nur so, oh, Moment, was ist denn jetzt los? Und dann pennen alle.